kommen schon die ersten Gastgruppen, und zwar die Inzinger. Wir sind natürlich der Einladung sehr, sehr gerne gefolgt mit einem Wagen. Aus und die Krone ist gebunden aus fünf verschiedenen Getreidesorten. Auch Mitglieder mit angereist von Inzing. Obmann ist da, der Bernhard Gassler und die Ortsleiterin Victoria Meitzer. Auch eine weite Anreise vom Jungbauern aus Neustift. Die haben sich vermutlich nicht nehmen lassen und sind aus dem Stubaital da herausgekommen. Mit den Obmann Simon Gleisner und der Ortsleiterin Katharina Kindl. Sie zählen momentan 125 Mitglieder. Und wenn man das sieht, einige sind da mitgereist, um heute bei dem Umzug teilzunehmen. Und was man natürlich auch sehr lobenswert erwähnen muss, nicht nur von Erntedanken können alle dabei sein. Leider Gottes, auch ältere Menschen haben leider nicht mehr die Möglichkeit, am Erntedank dabei zu sein. Aber sie haben das Erntedankfest ins Altersheim gebracht, und zwar haben sie eine kleine Krone für das Altersheim gefunden. Und das ist sehr lobenswert, dass auch die älteren Menschen noch ein bisschen einen Erntedank in ihrem Altersheim haben. Auch Pitztaler sind heute mit dabei. Und zwar wollen im Pitztal mit den Obmann Fabian Rackel und der Ortsleiterin Eva Maria Gabel. Sie sind heute mit einem Anhänger da, mit einer Mühle. Und bekannt sein sie eigentlich bei uns da unten, vor allem wegen der legendären Stallwagen. Auch die Oberpfeifer Jungbauern sind heute mit dabei. Mit dem Hauptmann Christoph Meyer und der Ortsleiterin Thomas Pitsch. Sie zählen 93 Mitglieder. Und sie sind mit dem originalen Maisbrotzengestell heute da. Und haben natürlich auch die Brotlagen auf die Krone mit gebunden aus fünf verschiedenen Getreidesorten. Und das tragen sie heute bei uns mit. Und natürlich ganz besonders zu erwähnen, die Jungbauernschaft Langjung Glawand, die extra von Osttirol angereist ist. Wer nicht weiß, wo Land ist, das liegt am Fuße der Lienzer Dolomiten. Sie haben knapp 335 Einwohner und trotzdem eine stolze Ortsgruppe mit 42 Mitgliedern. Mit den Obmann Markus Hanser und Victoria Hanser sind sie heute angereist, um bei dem Fest dabei zu sein, beziehungsweise schon seit drei Tagen dabei zu sein.